Hier kamen wir gerade her. Verdammt. Ah, deswegen ist das Ding so auffällig, weil es noch oben schwimmen kann. Und hier ist hier unten dann ein schönes Geheimnis. Das ist kein Geheimnis, sondern nur ein Medipack. Und hier kann ich dann raus. Sehr schön. Hier ist einfach nur wieder ein bisschen Wasser. Der steht echt auf Wasser, kann das sein? Also Tyrkan scheint echt Mas Wasser zu mögen. Nein, warte, stopp, nein. Ich will nach oben. Ich will da vorne reingucken. Ist hier irgendwas? Das ist vielleicht noch eine Strömung, oder? Ah, ne. Ist das nichts, okay. Wir jetzt dahin. Kam ich daher oder was ist los? Ach so. Hier bin ich. Ne, bin ich nicht. Wo bin ich? Geht's jetzt das dann noch her oder? Ich hoffe nur, dass das Wasser jetzt langsam ein bisschen weniger wird. Weil ich gerade so ein bisschen am Trinken bin. Ich riskiere es einfach und schwimme einfach durch. So, Strömung an, sehr schön. So, Luft holen. Und die blöde Ratte da oben töten. Hi. So. Dann lass doch mal gucken. Und dann können wir jetzt schon hier hoch. Perfekt. Schick, schick. Also die Wände hier sind doch deutlich schöner als das, was ich da unten gesehen habe. Das Level fing total pracht, also diese Welt fing total prachtvoll und wunderschön an. Und dann wurde es immer dreckiger und immer dreckiger und dann irgendwann wurde es eine Kanalisation. Und jetzt fangen wir dann, glaube ich, wieder an, langsam wieder schöner zu werden. Ach, hallo. Ich habe gerade kurz eine Ratte gehört und wollte deswegen anfangen zu schießen, aber dann kam die Ratte hier vorbei. Haltet ein! Hey, okay, er ist weg. Heilige Scheiße! Puh! Stimmt, die habe ich auch ganz vergessen, die Fallen. Oh Gott. Ui. Dich habe ich gesehen. Ich gehe jetzt hier nur noch durch den Gang, weil da kommt ja 100% gleich noch eine. 100 pro kommt jetzt noch so eine Falle. Da ist ein Krokodil. Ey, komm zurück. Ich glaube, wir benutzen zum ersten Mal jetzt unsere Schrot. Oh, wir haben sogar Magnums. Wann haben wir die? Hä? Wann haben wir die denn bekommen? Wir haben sogar 30 Schuss für die Schrotflinte. Komm, wir jetzt einfach. Einfach nur die einmal durch zu nutzen. Bitte? Na, das hat ja super. Ich habe ja super getroffen. Wow. Komm her. Hihi. Okay. Das muss so kurz sein. Ich will einmal kurz benutzen. Gut, die Magnums benutzen wir aber natürlich noch nicht bei so leichten Gegnern. Wir bekommen richtig viel Munition. Das macht uns. Das ist nicht gut, denn das heißt, es kommt immer näher an den Boss, würde ich mal behaupten. Denn Munition heißt nie etwas Gutes. Das ist nicht einfach, die sind nicht so nett und sagen, ja hier, komm, hast ein bisschen Munition, sondern die sagen so, hier, nimm das mal lieber, sonst stirbst du gleich.
Ja, das war's. Hier ist einfach nichts. Abgesehen von der Munition. Ja, sicher. Das war's? Nee, oder? Kann ja nicht sein. Nee, niemals. Und hier geht's auf. Hier kommt man durch, aber ich muss nur noch einen Schalter finden. Ja, Das leichter gesagt als getan. Wo ist denn hier ein Schalter? Die gehen wieder einmal, wenn ich hier vorbeigehe, oder? Oh Gott, bist du verrückt? Ich wollte mich drehen, nicht nach vorne rennen. Heilige Scheiße, war das knapp. Hui. Okay. Das war interessant. Sehr schön. Als ob hier echt nichts war. Hey, wo bin ich jetzt hier? Ach so. Klar. Ja, klar. Hier gab es ja keine andere. Da liegt Munition rum. Und da geht's auch noch rein. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz den anderen Weg. Vielleicht gibt es da irgendwie noch was, das ich gebrauchen kann. Vielleicht ist das ja auch nur ein Ausweg. Was anderes da rein, der Weg nach drin. Das könnte durchaus sein. Obwohl. Kollege. Nein, Quatsch. Doch, Kollege Schnürschuh kam mir da entgegen. Ehrlich gesagt, das riskiere ich nicht für die Munition. Total. Ich bin. Es tut mir total leid, aber. Nee. Für die Munition riskiere ich nicht offensichtlich mein Leben. Vor allem, weil ich nicht weiß, ob die überhaupt erreichbar ist. Sie ist nicht gesprungen. Ich habe gedrückt und das schwöre ich auf alles. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es das so nah ist. Ich wollte jetzt nur einen Schritt nach vorne gehen, damit sie eben ein bisschen besser Unaufnahmen machen, die Anja aufnehmen kann, aber gut. Jetzt aber. Und sie ist zu früh gesprungen. Nein. Ey, wer springt sie gar nicht? Wieso springt sie zu früh? So, was ich sagen wollte, es gibt ja auch diese Fallen. Diese unerreichbaren Sachen. So Medipacks und so. Also, die liegen dann da, du siehst die auch, aber sie sind einfach nicht zu erreichen. Du stirbst immer, wenn du dran gehen willst. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier oben. Nicht mehr da unten. Das sieht doch ganz gut aus. Es geht wahrscheinlich das Wasser an, oder? Oder? Oder geht unten die Tür auf? Das könnte auch sein, dass unten die Tür aufgeht. Und das ist nicht der Ausgang, sondern es sind beides Eingänge, aber der. Nee, es geht was an. Jetzt bringt mir das denn? Ah, jetzt kann ich. Ach, Quatsch, natürlich kann ich hochschwimmen. Ach, ich bin doof. Oder? Geht's da überhaupt hoch? Oder ist es im anderen Raum auch Wasser? Nee. Oder doch? Ich guck mal. So, ich speichere mir hier und jetzt riskiert einfach mal.
noch einmal hier durchzugehen. Sehr schön. Das sieht bei der Falle immer so knapp aus, dabei schafft man es eigentlich immer. Okay, da ist auch ein bisschen Wasser angestiegen. Vielleicht müssen wir jetzt da wieder hin. Ich guck mal. Autsch, gegen die Wand geknallt. Sieht da ein bisschen schmerzhaft aus. Geh jetzt wieder zurück, okay. Dass das Ziel ist? Ich weiß ja nicht. Hier hätten wir den Schalter aktiviert, stimmt. Ne, hier scheint nichts höher gegangen zu sein. Ne, scheint alles noch ganz normal zu sein. Okay, dann lade ich. Dann müssen wir hier noch irgendwas machen. Hier kann ich ja nirgendwo rausschwimmen. Doch, kann ich wohl. Ich habe das hier nicht gesehen. Dich habe ich schon gesehen, als du noch gar nicht, als du noch festgefroren warst. Tja, mein Lieber, Pech gehabt. Ich meine, dass es hier auch unter Wasserfallen gibt. Deswegen, wenn ich gerade schon Fallen so viele sehe, dann riskiere ich mal nichts. Da möchte ich, glaube ich, erwähnen. Ja, hallo! Du Mistvieh, hast mich gerade mega erschrocken. 13 große Medipacks, die kann ich nur für einen benutzen. Hi. Oh nein. Ich sag grad schon, ich springe jetzt in die Stacheln rein. Alles klar. Noch ein Affe oder was? Was soll das? Ah, da brauche ich den goldenen Schlüssel. Da oben gehe ich mal hin. Da scheint irgendwas Gutes zu sein. Wenn da schon so 50.000 Gegner sind. Also entweder geht es da schlussendlich weiter oder da ist irgendwie was Gutes versteckt. Ach, kommt schon. Okay. Ich komme hoch. Wenn ihr unbedingt wollt. Aua. Na, wirst du wohl sterben. Oh, aua. Upsi. Das tut mir aber leid. Stirb. Ja, gell, sie geht auch. Alter, sind die stark. Hey. So. Weg mit euch. Weg mit dem Dreck. Das ist extra was zum Hochhangeln. Ich sollte es vielleicht auch benutzen. Ich weiß noch nicht, ob die Tür schon offen... ob die Tür offen sein sollte, wenn ich lang gehe, oder ob sie schon... Also ob sie automatisch aufgeht, wenn ich lang gehe. Man kann sich hier lang hangeln. Aber sie geht einfach nicht weiter. Oh, das ist nicht ihr Ernst. Okay, dann lade ich halt eben. Gut, dass ich gespeichert habe, bevor ich gesprungen bin. Hups. Das mache ich mal nicht. Warum renne ich automatisch in die Stacheln rein? Okay. Komm her. Mistvieh. Sehr schön.
Dann gehen wir nochmal hier lang. Also da, wo der Schlüssel ist, muss ich auf jeden Fall weitergehen, weil ich meine, sonst hätte ich den Schlüssel nicht gefunden. Nur will ich gucken, ob es hier vielleicht regulär weitergeht oder ob ich hier schon direkt rein kann. Alter, was machen die denn da? Ich sperre mich ja komplett ein in allem. Lass mich in Ruhe. Alter, warum sind die denn so krass? Gott, sind die über... Alter, die haben ja echt Aggressionsprobleme. Heilige Scheiße. So. Und diesmal hätte ich einen Vorschlag. Ich könnte ja mal speichern. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Ich will nicht, dass ich hier noch runterfalle und das Ganze nochmal machen muss. Da komme ich so nicht hoch. Hä? Wie denn dann? Also hochrangeln kann ich mich nicht. Und einfach hochspringen kann ich mir auch nicht. Cool. Vor allem, ich kann mich nicht hochspringen. Hä? Jetzt geht er halt einfach nicht weiter. Tja. Das nennt man wohl blöd gelaufen. Kann ich mich nicht hier an der Seite irgendwie hochhangeln? Gottes Willen, bist du verrückt. Nein, das funktioniert nicht. Okay, ich weiß nicht, was hier ist. Wahrscheinlich kommen wir da noch hin. Ich gehe aber hier runter und setze den Schlüssel kurz ein. So, ich setze den Schlüssel ein. Ja, okay, wir haben anscheinend keinen Schlüssel mehr. Ach, Quatsch, ja, ich bin so dumm. Oh, ich bin, klar, oh. Ich bin ein Idiot, natürlich, den Schlüssel haben wir am Ende des letzten Levels benutzt. Oh, ich bin ein Trottel. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber wie sollen wir denn sonst sehen? Die Tür oben geht ja nicht auf. Wie komme ich zur Tür hin? Das ist ein Grund, warum ich da nicht durchgehen kann. Aber wo soll ich denn dann hin? Ich kann da echt nicht hoch? Oder habe ich einfach nur Pech? Also hochhangeln wird auf jeden Fall nichts. Nee, das schafft sie nicht. Wohin denn dann? Ah, bin ich schon mal hier angekommen und dann kann ich da wieder zurückgehen. Ich muss ja irgendwo den Schlüssel gefunden haben. Oder nicht? Ich kann jetzt ja nicht den ganzen Weg zurückgehen, um so einen Schlüssel zu holen. Nee, das kann nicht sein. Schlüssel liegt ja niemals. Bitte hier durch die Wand.